Nächster Redner, der grüne Gesundheitssprecher Ralf Schallmeiner. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause an den Bildschirmen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist richtig angenehm, einmal nach einer derartig differenzierten und zwar durchaus kritischen, aber differenzierten Wortmeldung einmal hier herauszugehen. Ich bin es normalerweise immer gewohnt, dass ich nach der FPÖ hier herausgehen muss und sozusagen die Dinge wieder gerade rücken muss. Und das war jetzt umso angenehmer, einmal eine sehr differenzierte, eine sehr durchaus konstruktive Wortmeldung zu haben, auf die man auch referenzieren kann. Das ist einmal etwas Angenehmes und etwas anderes. Wir besprechen ja hier, die Kollegin Fiedler hat es richtigerweise gesagt, wir besprechen hier zwei Volksbegehren zum Thema Covid. Man möchte fast sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Auch an das fühle ich mich durchaus erinnert. Ich habe ja erst, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich ja bereits schon einmal an manche Fraktionen hierinnen DVDs verteilt mit täglich grüßt das Murmeltier, weil auch damals schon war mein Gefühl täglich grüßt das Murmeltier. Und genauso war es auch eben hier. Ja, es waren halt dann die gleichen Behauptungen, die da wieder aufgestellt wurden vom ewig selben Experten, den auch hier die FPÖ bringt, der zufälligerweise heute eben vom Kollegen Hauser der Co-Autor eines Buches ist, das sehr abstrus und absonderliche Behauptungen eben tagtäglich eben da, also in diesem Buch eben auch aufstellt. Man muss ja sagen, es ist ja durchaus spannend, diese Debatten ja auch zu führen, weil offensichtlich hat man ja auch vergessen, um was es gegangen ist in dieser ganzen Pandemie-Geschichte, in der Bekämpfung der Pandemie. Es ist zu Anfang und bis zum Schluss immer darum gegangen, unser Gesundheitswesen vor dem Kippen zu bewahren. Das haben wir offensichtlich darinnen ganz viele in der Zwischenzeit vergessen. Und dafür wurden Maßnahmen gesetzt. Es wurden Maßnahmen gesetzt, um eben beispielsweise vulnerable Gruppen eben zu schützen, um dafür zu sorgen, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern wegen dieser Mehrbelastung eben nicht komplett eben kippen, dass sie eben nicht komplett ins Burnout gehen. Deshalb haben wir ganz viele dieser Maßnahmen der letzten 3 Jahre gesetzt. Wurde dabei immer alles richtig gemacht? Nein, diesen Anspruch haben wir nicht. Wir behaupten nicht, dass immer alles richtig gemacht wurde. Übrigens ganz im Gegenteil zu den Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, die für sich selbst immer in Anspruch nimmt, alles richtig zu wissen. Und nur sie sozusagen haben immer die richtigen Antworten auf diese durchaus zum Teil sehr komplexen Fragen. Und was auch die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ immer wieder ganz gerne vergessen, wenn sie hier draußen stehen, ist, dass sich in diesen 3 Jahren das Pandemiegeschehen verändert hat. Der Virus hat sich verändert mit Medikamenten, mit Impfungen etc. haben wir zusätzliche Mittel und Werkzeuge in die Hand bekommen, mit denen wir besser agieren konnten, womit wir besser unser Gesundheitswesen schützen konnten. Natürlich auch das dazu gewonnene neue Wissen. Ich meine, wenn Sie einmal reinschauen würden in eine wissenschaftliche Datenbank, wir stehen aktuell bei 347.000 Studien, die es zu Covid gibt. Das heißt, hier wurde sehr, sehr viel Wissen generiert in den letzten 3 Jahren. Wissen, das wir eben auch für die Zukunft brauchen werden. Womit wir uns auch beschäftigen werden in Zukunft, ist eben das Learning aus diesen 3 Jahren. Eben die Fehler zu identifizieren, aus diesen Fehlern zu lernen, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitswesen, unser Sozialwesen, unser gesellschaftliches Wesen resilienter wird, dass wir eben besser in Zukunft mit solchen Pandemien, mit solchen Herausforderungen auch umgehen können. Dazu braucht es aber eine differenzierte Debatte und nicht das, was die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ machen, die sich hier herausstellen. Irgendwelche Toten erfinden, so wie es die Kollegin Belakovic im März 2021 gemacht hat. Wir warten übrigens immer noch auf die Entschuldigung von Ihnen. Sie sind hergegangen in den letzten 3 Jahren, haben die Unsicherheit, die es in der Bevölkerung gibt, genommen und die für sich selbst genutzt, indem Sie weiter Dinge behauptet haben, wieder besseren Wissens. Das haben Sie gemacht, das war Ihre Politik. Und von dieser Politik gilt es, sich zu verabschieden. In diesem Sinne, ich freue mich auf eine gute Debatte, auf eine offene Debatte, auf eine selbstkritische Debatte, aber bitte nicht mit Fake News schleudern, wie es die FPÖ sind.